Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Hähnchen, das aus Frankreich ist, aber eigentlich aus Florenz. Also es ist ein mega saftiges, zartes, geniales Hähnchen, das ihr so noch nie probiert habt. Hammer, viel Spaß beim Video. So, let's go. Folgende Amtsee-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unser Navigenio, den 3,5 Liter Topf und den Audiotherm haben wir hier. Von Lebensmitteln her habe ich 3 Hähnchenschenkel, ca. 100 Gramm Spinat. Für die Marinade brauchen wir Olivenöl ein bisschen. Dann habe ich Paprika Edelsüß, so ca. 2 Teelöffel, einen halben Teelöffel Kurkuma, 2 Knoblauchzehen, Pfeffer, Salz. Nachher brauchen wir noch ein bisschen Sahne. Schatz, wie viel waren das? Ein Becher, ne? 200 Milliliter ungefähr. 2 Becher, ja, also 400 Milliliter, bisschen Frühlingszwiebeln und Parmesan. Da gibt es nicht zu viel, ja, also ihr könnt einen Laib nehmen, aber ihr könnt auch die Hälfte nehmen. Das ist nach eurem Ermessen und ein bisschen Weißwein zum Ablöschen brauche ich noch. Wenn ihr ohne Alkohol es genießen wollt, dann könnt ihr einfach Gemüsebrühe nehmen. So, wir fangen an und lösen uns das Fleisch vom Knochen vom Hähnchen. Das ist eigentlich ganz einfach, aber nehmt wirklich diese Hähnchenschenkel, weil die nochmal einen besonderen Geschmack haben und besonders zart sind. Meine Lieben, ihr ertastet euch den Knochen und ritzt es an und legt so Stückchen für Stückchen den Knochen frei und geht dann weiter zum nächsten Knochen. Und ihr schabt im Endeffekt die ganze Zeit vom Knochen von allen Seiten mit dem Messer das Fleisch ab, so dass ihr ein komplett abgetrenntes Stück habt, das vom Knochen freigelegt ist. So, und jetzt könnt ihr natürlich selber entscheiden, wollt ihr das mit Haut oder ohne Haut verarbeiten. Für mich ist die Haut mit das Beste am Hähnchen, ja? Also ihr könnt die natürlich abnehmen. Ella guckt völlig verwirrt, sie mag sie nicht. Lasst sie dran, bratet sie an und nachher könnt ihr sie immer noch wegpulen und dann hat die Person, die die Haut mag, mehr davon. Okay, so, wir werden das Ganze jetzt marinieren und dann am besten natürlich über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Jetzt können wir uns unseren Topf heiß machen und da gehe ich auf Stufe 6 bei der Navigenio und drücke zweimal in die Mitte drauf, damit wir das Fleischsymbol beim Audiotherm haben. Wir werden uns das jetzt schön knackig heiß machen, dann anbraten von allen Seiten und dann löschen wir das ab mit Weißwein. So meine Lieben, der Pieper ruft, wir können ihn abnehmen. Hier schalte ich von Stufe 6 auf Stufe 3 runter und jetzt braten wir uns die Biester richtig schön an. Wie genial das aussieht, oder? Jetzt gehen wir hier von Stufe 3 auf Stufe Automatik, weil dann brauchen wir nicht gucken. Ich setze mir den Pieper oben drauf und gehe aufs Möhrensymbol zum Dampfgarn und gebe da 5 Minuten ein. Das reicht vollkommen aus. Das verbindet sich jetzt alles richtig schön mit der Soße. Wir haben jetzt parallel nochmal Nudeln als Beilage gemacht, aber ihr könnt auch Kartoffeln, ihr könnt Reis machen, was ihr wollt. Im Endeffekt passt alles, finde ich, dazu. Die Knochen vom Hähnchen, schreibt mal bitte in die Kommentare, verwendet ihr sowas noch? Macht ihr das? Also denkt ihr ein bisschen nachhaltiger, weil jetzt ist September, wir wissen, was passiert. Kalte Jahreszeit fängt langsam an, die Nase fängt an zu laufen, Hühnersuppe wird wieder aktuell. Deswegen, wir frieren die jetzt zum Beispiel ein und wenn wir nachher ein schönes Bouillonchik, wie man auf Russisch sagt, oder eine schöne Bouillon machen möchte, dann kann man die nochmal verwenden. Ja? So, und wir warten jetzt kurz, dass er ruft und dann können wir genießen, meine Lieben. Beste Part des Videos, ich probiere, mein Lieben, und ihr guckt zu.
Und ich habe noch nicht probiert, also. Boah. Boah, das ist wieder unter meinen Top 10 auf jeden Fall. Mega saftig, leckeres, würziges Hähnchen. Tolle Soße und so einfach, oder? Hammer. Ich muss nochmal probieren. Wenn ich schon sage, es ist unter meinen Top 10, dann muss ich nochmal probieren. Wahnsinnig lecker. Wirklich, wirklich gut. Meine Lieben, vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Besucht uns auf alle Social Media Kanäle. Kommentiert mal bei YouTube unter den Videos. Ich will ein bisschen Interaktion mit euch, ja? Redet mit mir, sagt mir, was ihr wollt. Ich will das ja für euch machen. Also, schreibt mir bitte Kommentare bei YouTube, ganz wichtig. Und die Person, die das Gericht als erstes nachkocht und auf Facebook ein Foto postet, in unserer Gruppe natürlich, in der Facebook-Gruppe, die ja auch Kochen mit AMC heißt, ein Foto postet mit einem Daumen drauf oder mit einem Gesicht drauf und dem schönen Gericht, wie es nachgekocht wurde, die Person kriegt eine tolle Überraschung von mir zugeschickt. Ja? Guckt mal ein bisschen oder fragt mal die anderen in der Gruppe, wer hat schon Geschenke bekommen. Die haben alle schon Geschenke bekommen. Wahnsinnig geil. Also viel Spaß, macht das nach und Kamera aus, ich will das jetzt essen. Mega lecker.